Und Action. Check, wie ich aussehe. Das passt schon. Muss mal den Boden sauber machen. Hey, hier ist Baum. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein FAQ. By the way, jetzt kommt eine richtig random Story. Damals, wo ich YouTube nur als Zuschauer benutzt habe, dachte ich immer, dass man FAQ Fuck ausspricht. Ich wusste halt nicht, dass FAQ eine Abkürzung ist für Frequently Asked Questions und deswegen dachte ich einfach, das wäre irgendwie so ein random Wort, was dann halt Fuck ausgesprochen wird. Richtig schlau, Bau. Wow. Anyway, ich habe mir so ein paar Fragen mal aufgeschrieben und werde sie jetzt heute mal beantworten. Ich glaube, das sind so 9 Fragen. Ja, let's go. Okay Leute, um ehrlich zu sein, kann ich nicht genau sagen, wann neue Musik kommt. Ich habe ja letztens erst auf Instagram gepostet, was da eigentlich gerade los ist und wieso ich keine Musik poste seit ungefähr einem halben Jahr. Ich bin halt sehr selbstkritisch und sehr perfektionistisch und ich möchte halt einfach gute Musik bringen. Und vor allem jetzt mit diesem krassen Abonnentenwachstum ist halt so dieser Druck in mir irgendwie noch größer geworden, halt Gutes zu produzieren und keine Ahnung, ich will halt nicht einfach wahllos einfach irgendwas veröffentlichen. Ich möchte euch einfach das Beste vom Besten zeigen und deswegen braucht das halt einfach so lange und hinzu kommen halt noch Dutzend andere Projekte. Ich habe mitunter gar keine Zeit zum Musik machen, das ist echt total schade. Ich habe allein in diesem Jahr so viele Songs geschrieben, Songs aufgenommen, Songs produziert. Ich habe so vieles gemacht, aber ich komme irgendwie nicht dazu, das fertigzustellen und ich habe halt einfach so vieles um die Ohren. Und jetzt habe ich noch in meiner Ausbildung noch eine Prüfung vor mir, die ich in einem Monat schreibe. Nee, warte, in 3 Wochen. Scheiße, ich sollte anfangen zu lernen. Musik wird auf jeden Fall kommen. Ich kann auch nicht genau sagen, wann. Aber... okay, ich sag lieber nichts. Okay. Okay, das ist eine Frage, die kam wirklich sehr oft. Oh mein Gott, so oft kam eine Frage noch nie, habe ich das Gefühl gehabt. Falls ihr nicht wisst, wer Kamil ist. Kamil ist ein Junge, den ich damals getroffen habe, beziehungsweise wir haben uns online kennengelernt. Und dann bin ich damals nach Polen gefahren und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Ich habe das auch alles gevloggt und auch hochgeladen auf YouTube und das haben viele von euch mitverfolgt oder gesehen. Und es ist auch ein echt schönes Video geworden und ich gucke mir dieses Video echt gerne an, weil das einfach ein total cooles Wochenende war. Aber naja, was soll ich machen? Ich habe keinen Kontakt mehr zu Kamil. Es gab dann leider am Ende so ein paar Unstimmigkeiten und ja, so ist es nun mal. Ich wünsche ihm alles Gute, er wünscht mir auch alles Gute. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir im Schlechten auseinandergegangen sind, sondern sogar eher im Guten. Mehr kann ich auch gar nicht so wirklich sagen. Wie gesagt, ich habe einfach gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich hoffe, das reicht euch als Antwort, weil ich bekam diese Frage wirklich sehr oft gestellt. Wow. Das ist auch eine Frage, die mehrmals schon gestellt wurde. Wo ist dein Manager? Wo ist Jan? Und also soweit ich weiß, ist Jan zu Hause. Falls ihr es noch nicht gecheckt habt, Jan wohnt gar nicht in Berlin, sondern wohnt halt ganz am Ende der Welt. Keine Ahnung. Okay, er wohnt halt im Westen Deutschland. Ja, da ist es halt nicht so easy für ihn herzukommen oder ich zu ihm. Und ja, das ist halt ein bisschen doof. Er ist auch nicht wirklich mein Manager. Es war einfach nur ein Gag gewesen, weil das einfach lustig war. Er hat schon so ein paar Manageraufgaben gemacht. Aber eigentlich war das halt mehr so lustig gemeint gewesen und gar nicht ernst. Von daher, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich Jan das nächste Mal wiedersehen werde. Ich hoffe, es wird so bald wie möglich sein, weil ich mag Jan echt gerne. Und die Zeit, wo er hier war, war echt mega lustig gewesen. Jan, wenn du das siehst, melde dich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß immer nie, wie ich mit Komplimenten umgehen soll. Deswegen sage ich mal Dankeschön. Aber, ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen Gene. Also, es ist ganz interessant, wie Leute mich sehen und wie ich mich selber sehe, weil ich finde mich gar nicht... Also, es geht. Manchmal finde ich mich hübsch, manchmal auch gar nicht. Also, ist krass, ja. Ich weiß nicht. Süß würde ich mich manchmal bezeichnen, ja, aber eher ungewollt. So, wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das, wenn ihr versucht, nicht süß zu wirken, aber ihr genau wisst, scheiße, ihr wirkt gerade mega süß. Und das ist zwar irgendwie schon cool, aber andererseits, in manchen Momenten wollt ihr das gar nicht sein. Und dann denkt ihr euch so, fuck, hä? Ich bekam seit neuestem öfters mal die Frage, ob ich nicht mal sowas wie ein Fantreffen machen sollte. Und ich habe voll Bock auf ein Fantreffen, aber ich habe einfach so große Angst, dass niemand kommen würde. Ich weiß halt einfach, dass viele Fans gar nicht in Berlin wohnen. Und dieser Aufwand, extra nach Berlin zu fahren, nur wegen mir, das... kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, weil ich habe noch nicht so eine große Reichweite, meiner Meinung nach. Ich weiß, dass ich Fans habe, die mich wirklich unbedingt sehen wollen und das ist echt krass, die Vorstellung, dass es
Hardcore-Fans von mir gibt. Wow. Und ich würde euch total gerne alle kennenlernen. So, bis jetzt kann ich sagen, dass ich mega die coole Community habe und ich hoffe, das bleibt auch so, dass ihr so cool bleibt, wie ihr seid. Ich habe schon Bock drauf, aber jetzt ist es gerade ein bisschen ungünstig, wie gesagt, mit der Prüfung und ja, ich weiß halt nicht, wie viele kommen würden. Ich würde mich schon freuen, wenn 5 Leute kommen würden, glaube ich, ja. Beziehungsweise ich glaube schon, wenn allein eine Person kommen würde, das wäre schon echt mega nice, wow. Ich würde das auch alles vloggen und alles hochladen und das wäre schon cool, oh mein Gott. Cool. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, das ist das 3. Jahr jetzt. Guck mal, mein Handy. Jo. Ja, das ist jetzt das 3. Jahr meiner Meinung nach und ich bekomme häufig auch die Frage, wieso ich Veganer geworden bin. Ich wollte eigentlich ein separates Video dazu machen. Eigentlich wollte ich das zum Welt-Vegan-Tag machen am 1. November, aber ich habe das irgendwie verpeilt und ich hatte auch keine Zeit dazu gehabt. Deswegen, es wird demnächst ein separates Video folgen. Also, bleibt dran. Ne? Diesen Kommentar habe ich wirklich sehr oft lesen müssen in meinem Bin-ich-schwul-Video-Dings. Könnt ihr euch dran erinnern? Übrigens, das Video hat die letzten Tage voll viele Views bekommen, keine Ahnung. YouTube-Algorithmus. Es könnte sein, ich habe mich bis zu den Kommentaren noch nie so wirklich mit Pansexualität beschäftigt. Deswegen fand ich es total interessant. Und soweit ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass man, wenn man pansexuell ist, dass es ja egal ist, was für ein Geschlecht der... Und im Grunde müsste ja das auf mich zutreffen, also es könnte sein, dass ich pansexuell bin. Aber wie gesagt, wenn ihr die Message von dem Video einigermaßen verstanden habt, wisst ihr ja, dass ich mich ja eigentlich nicht auf irgendwas festlegen wollte. Auch wenn Pansexualität die Definition hat, dass man sich auf nichts Genaues festlegt. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie voll weird, darüber zu reden. Mir ist es egal, ob jung oder Mädchen oder Transgender oder, keine Ahnung, ein Panda. Okay. Mit Pandas eine Beziehung anzufangen, ist, glaube ich, nicht legal. Damn. Muss ich das noch weiter vertiefen? Ich will mich, wie gesagt, nicht genau festlegen und deswegen... Ja, keine Ahnung. Ist eine gute Frage. Also mittlerweile bin ich in einem Alter angekommen, wo es mir eigentlich egal ist, was fremde Leute von mir meinen. Von daher, ja, gebe ich einen Fick drauf. Okay, jetzt mal for real. Wenn jetzt eine Person vor mir steht und ich jetzt merke, okay, die ist total abgeneigt, ja meine Güte, dann gehe ich der Person auch aus dem Weg und dann hat sich's gegessen. Also ich lasse die Person in Ruhe, die Person lässt hoffentlich mich dann auch in Ruhe und ja, so ist es halt. Ich finde diese Frage echt mega süß und ich bekomme die Frage auch echt sehr häufig. Derzeit geht es mir ganz okay, würde ich sagen. Also es ging mir mal besser, es ging mir aber auch schon mal schlechter. Von daher ist es gerade ein gutes Mittelmaß-Ding. Versteht ihr, was ich meine? Das Schlechte schiebe ich halt so ein bisschen nach hinten und ich versuche mich natürlich immer auf das Positive zu konzentrieren. Und ja, das ist doch mal ein gutes Schlusswort, denke ich mal. Ich denke, damit beende ich das Video jetzt auch. Das war auch die letzte Frage gewesen. Übrigens grüße ich jetzt noch eine Person. Ich grüße BTS Fangirl. Und zwar hat sie geschrieben, Gesundheit. Muss sagen, dass mir nie langweilig bei deinen Videos ist, weil du alles mit Humor machst. Man merkt, dass du dir immer viel Mühe in deinen Videos gibst. Bitte bleib so, wie du bist. PS, ich hoffe, ich werde mal in deinem nächsten Video gegrüßt. Das wurdest du gerade eben. Schöne Grüße, BTS-Fangirl. Und ja, wenn ihr von mir gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen ganz netten Kommentar in die Kommentare. Und ja, dann könnt ihr eventuell im nächsten Video gegrüßt werden von mir. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Folgt mir auf Instagram, beziehungsweise checkt meine Songs aus auf YouTube, iTunes, Spotify und Co. Und ja, damit beende ich jetzt erstmal das Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.